Nach dem ersten Sieg und den ersten drei Punkten lastet ganz offensichtlich nicht mehr ein so großes Gewicht auf unseren Schultern. Man konnte es direkt sehen nach dem Spiel. Jeder hatte ein Lächeln im Gesicht, jeder war gut drauf und das ist jetzt auch im Training so. Jeder genießt den Fußball wieder ein Stück mehr zurzeit. Ich habe auf der Tribüne natürlich genauso gefeiert, geschrien, mich gefreut und den Sieg genossen. Wir sind ein Team und auch wenn ich nicht spiele, wünsche ich den anderen natürlich, dass sie die Spiele gewinnen. Das Ergebnis aus dem Mainz-Spiel war schwierig für mich mit anzusehen, weil wir die meiste Zeit gut gespielt haben. Darum war es dann gut, dass wir uns für eine gute Leistung wie gegen Wolfsburg auch mit einem Sieg belohnen können. Alexander Nuri ist ein Trainer mit einer anderen Persönlichkeit, als Victor sie hat. Er geht die Dinge leidenschaftlicher und aggressiver an. Victor war da eher entspannt und gelassen. Jeder Trainer ist eben anders. Victor war mehr relaxed und mehr easy going. And yeah, there's like I said, there's difference between trainers. Yeah, I mean, he showed us that he can bring in new players and. Er hat neue Spieler in den Kader gebracht und die haben ihre Leistung abgeliefert. Wir haben Usman Mané zum Beispiel gesehen, der zwei sehr gute Spiele gemacht hat. Niklas Schmidt wurde jetzt für die letzten Minuten eingewechselt und hat sein Debüt gefeiert. Wir haben jetzt mehr Konkurrenz im Kader. Ich komme jetzt zurück nach meiner Sperre. Andere Spieler haben bald ihre Verletzungen überstanden. Mit mehr Konkurrenzkampf wird unser Team nur besser. Das ist natürlich gut, aber es wird für den Trainer auch schwieriger, die richtige Mannschaft zu finden, die das nächste Spiel gegen Darmstadt gewinnen kann. Von Usman war ich wirklich überrascht. Er hatte jetzt ein paar Trainingseinheiten mit uns und hat sich gleich in die erste Elf gedrängt und sein erstes Bundesligaspiel gemacht. Das war für mich sehr überraschend zu sehen. Er hat zwei sehr gute Spiele gemacht. Ich weiß nicht, ob er da draußen gerade vielleicht immer noch über den Platz rennt. Er ist so viel gelaufen, hatte so viel Power, hat so viel gekämpft. Das war wirklich gut, das zu sehen. Ja, ich habe ein bisschen mit ihm gesprochen. Ich bin ja selbst erst 25 und kann ihm noch nicht die größten Tipps seiner Karriere geben. Aber ich habe zu ihm gesagt, geh raus, spiel so, wie du immer spielst, wie in jedem anderen Spiel auch, so wie du dein ganzes Leben lang gespielt hast. Konzentriere dich auf die einfachen Dinge und versuche einfach, nicht nervös zu sein. Für mich wird es jetzt wohl etwas schwieriger, nach der Sperre direkt wieder in die erste Elf zu kommen. Aber ich trainiere heute und den Rest der Woche, um dem Trainer zu zeigen, dass ich spielen sollte. Aber Usman Mané hat zwei gute Spiele gemacht. Wir werden sehen, was am Ende der Woche ist.